Willkommen zurück zu Dishonored 2, Mann. Zimmer? Es existiert hier nicht mehr. Lebt einer? Ich sehe mich da drüben um. Weg. Ich muss. Warten wir kurz, bis der Aggro sich verzieht. Den ganzen Fliegen und dem Dreck kann man hier kaum noch atmen. Ist gut. Gar nichts. Es ist so anstrengend zu überlegen. Ich sehe jetzt in der Links in meinem. So hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Okay. Noch einer. Da weg. Agro verloren ist ja noch was anderes, aber. Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Da reingehen. Drin ist alles verschwommen. Ich kann nichts richtig darin erkennen. Vergangenheit fließt in die Gegenwart oder andersherum. Wir fangen an. Wo ist Stilton? Ich hätte ihn nicht weiter beschäftigen sollen, nur weil er und mein Vater befreundet waren. Was wir jetzt versuchen, ist einzigartig. Es geht über mein Verständnis hinaus und sicher auch über ihres. Wenn jemand Zweifel hat, sollte er sie jetzt über Bord werfen. Das lässt sich rational nicht erklären. Es ist der zerfranste Rand, wo Naturphilosophie zu etwas anderem wird. Ja, ich kann's spüren. Wir riskieren den Wahnsinn. Für Sie alle ist Delilah die rechtmäßige Kaiserin. Sie schulden es ihr. Delilah ist stärker als zuvor. Der Herzog und ich haben ihre Stimme zu uns flüstern gehört. Und jetzt müssen sie ihre Positionen einnehmen. Okay. Und es ist hier. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Bei den Sternen. Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe. Fangen wir an! Ich bin zurückgekehrt. Aus der Kälte. Aus der. Das scheint funktioniert zu haben. Mein Geist ist in Sicherheit. In diesem Ding. Luca, das musst du wegsperren. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Brianna, Luca, ich werde euch nie verlassen. Halt! Sie sind versteckt. Aber ich weiß, wer sie sind. Wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen.
Das Nichts jenseits der Welt ist seltsam. Ich würde nie verstehen, was ich gesehen habe. Bei den Sternen. Das ist aufregender als jeder Ort, die ich wiederholt sich. Zack. So. Ich bin zurückgekehrt aus der Kälte. Mission und fertig. Dem ist dieser Ort hier vor. Was Schönes. Oh, Artefakt. Zittrige Hände. Das ist keine zittrige Hände. Das klingt ja schon wieder. Ja, klingt ja fast nach Daniel. Gegner schießen Projektile häufig ganz leere. Man kann den ganzen Kram natürlich kombinieren, ne? Dann hast du eine Chance, dass es verfehlt. Das ist eine Chance, dass. Das ist wieder. Begangenheit. Ja, hier. Wenn ich wirklich zustimme, dass hier alles vorher war, habe ich schon ganze Arbeit geleistet. Das hat auf jeden Fall geholfen. Hier ist Bett schon vorher mal anders. Das gibt's ja nicht, ey. Was wird mein Handeln heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Ach, das war doch hier. Oh. Zeit für blödes Zimmer. Ah, da ist es. Ich sage, das finde ich, ich finde das gerade sehr anstrengend, die Augen auch, dieses Hin- und Hergegucke und so. Komm raus aus deinem Loch! Was? Du wieder!
Halt! Wo ist er? Zwar ist hier grundsätzlich bewachen. Aber doch weniger, oder? Oh, ist das cool, wie schnell er rennen kann. Das ist schon richtig cool, der Sprint jetzt. Richtig gut. Wir haben jetzt in der Vergangenheit einiges geändert. Theoretisch hätten wir in der Vergangenheit nur Leute noch getötet. Hätte es ja auch sein können, dass gewisse Leute heute gar nicht mehr leben und so. Es könnte sogar auf eine verschobene Art und Weise dafür sorgen, dass wir sind. Oh! Guck mal. An den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von Neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des Nichts wirkt älter. Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Verstehe. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach, aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Die Welt ist voller Geheimnisse. Wo kann man sagen? Kann man sagen. Wir haben gerade gesehen, vorher war das natürlich der ganze Umgebung vom Staubbezirk auch total kaputt, weil ja das hier die Tür war zugesandet und alles, das weiß gerade auch nicht. Oder hier raus. Also, zurück zum Beiboot. Sokolov müsste dort warten. Anscheinend hat das Familienkomitee.
zu viel Staub geregnet. Was noch? Wenigstens hört Stilton auf sie, was man von der Garde nicht sagen kann. Ja, der Herzog ist verdorben. Ja, jedenfalls. Oh, unsere Kräfte sind auch wieder nutzbar. Bedeutet weniger Staub? Hallo, was kann ich für Sie tun? Oh, Lucia Pastor, richtig? Ihnen gebührt Dank für Ihre Hilfe. Wenn ich bedenke, wer Sie sind, weiß ich nicht, ob ich mich geehrt fühlen oder Sie anschreien soll, weil Sie dem Herzog helfen, Serkonus ins Chaos zu stürzen. Und wer bin ich Ihrer Meinung nach? Ich bin nicht dumm. Ob die Zeitungen und Plakate richtig oder falsch liegen, ich weiß, wer Sie sind. Und ich hoffe, dass Sie Luca Abeles Tyrannei ein Ende setzen. So oder so. Wir haben nicht darauf gewartet, dass Sie Ihr Chaos wieder aufräumen. Klingt, als hätten Sie einen Plan. Nein, eigentlich nicht. Noch nicht. Aber ich glaube, der Herzog wird bald stürzen. Ich kann nur sagen, dass im Großpalast nicht jeder Ihr Feind ist. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl. In Ordnung. Das werde ich. Jedenfalls viel Glück. Es besteht noch Hoffnung, dass etwas Neues in Kanaka entsteht. Zum Wohle aller. Nicht nur eines raffgierigen Bastards mit einem Titel. Okay. Ich jetzt gerade, ob ich tatsächlich... Stilton soll einem Treffen mit der Frau an der Spitze des Familienkomitees zugestimmt haben. Wie heißt sie nochmal? Lucia Pastor. Sie will mit Stilton über neue Sicherheitsbestimmungen für die Bergplatte. Vielleicht fällt es ja keinem auf, aber es hat sich verändert. Zum Besseren. Würde ich so auch unterschreiben. Von jemandem gestoppt werden. Schon zurück? Das ging aber schnell. Tut mir leid, dass ich Sie nicht zu Stilton bringen konnte. Aber Sie haben das Haus gefunden. Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Na klar. Zurück zum Schiff. Ja, ich habe Paolo und die Heuler besucht. Zumindest denke ich das. Und ich war in Aramis Stiltons Haus. Wir können... Chaosfaktor gering. Zwar auf Angriff, aber nicht tödlich. Liegt aber, glaube ich, eher daran, dass ich... Hab ich hier getötet? Stimmt, zwei Gegner waren tot und ich weiß bis heute nicht, warum. Drei von vier Runen, schon einen habe ich liegen lassen. Da gab es keine scheiß Fakte. Naja, gut. Besseres heute. Würde ich eigentlich auch so unterschreiben, ne? Dass wir das doch ganz gut haben. Herzog Luca Abela hat den alten Palast von Karnaca abgerissen, wo sein Vater mir einst einen Orden überreichte. Auf die Reste hat er einen Prachtbau gesetzt, für dessen Preis man ganz Serkonus jahrelang satt kriegen könnte. Er stellt alles in den Schatten. Ein Denkmal für sein Ego. Ich schulde es den Menschen meiner Heimat, das zu korrigieren. In Dunwall schauten wir zufrieden weg, solange das Silber weiterfloss. Ich muss in den Großpalast eindringen, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Oh. Ja. Ah. Yeah. Spürst du es? Das ist meine letzte Nacht. Bald schon verschmilze ich mit dem großen Nichts.
Du verdienst Frieden, Liebste. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fang sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das wirst du schon bald. Einmal alles niederschreiben. Keine. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Unfassbar, dass es so lange gedauert hat, bis sich jemand den Herzog vorknöpft. Ein Aristokrat, der im Palast wohnt und den Leuten das Leben aussaugt, die den Palast gebaut haben. Ja, tut mir leid. Freunde. Ich hoffte immer, dass Luca erwachsen werden und begreifen würde, dass seine Taten als Herrscher von Cerconos Konsequenzen haben. Er konnte immer auf Dunwalls Geld und Marine bauen. Ohne die hätte er vielleicht Respekt vor den Bewohnern von Cerconos entwickelt. Die Angst vor dem Richtblock war schon für so manchen Herrscher sehr motivierend. Wenn der Herzog fällt, können wir hier ja was Besseres aufbauen. Ein Riesen. Warum kann ich mir jetzt auch alles merken, ne? Easy. Etwas, das repräsentativer und integrativer ist. Ja, mein Guter, dir geht's richtig gut. Sind Sie bereit? Ich bin schon in Paläste eingebrochen. Sie sollen Armeen abhalten. Einen einzelnen Mann mit einer Mission aufzuhalten, ist was ganz anderes. Reinzukommen sollte nicht schwer sein. Der Herzog hat seinen Laden nicht im Griff. Herzog Abele zu erledigen ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie im Staubbezirk herausgefunden haben, was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Ich habe eine Karte vom Großpalast für Sie und ich weiß etwas, das nützlich sein könnte. Es gibt einen versteckten Hebel in der Vorratskammer, der einen Zugang zum Tresor des Herzogs öffnet. Wenn er was Wertvolles für Delilah aufbewahrt, dann bestimmt dort. Gute Jagd! Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, wie zerbrechlich Karnaka ist. Emily und ich haben viel zum Nachdenken, wenn alles vorbei ist. Das kann man nur hoffen. Ich war Ihnen hoffentlich eine Hilfe. Es tut gut, sich nützlich zu fühlen in meinem hohen Alter. Es weiß kaum jemand, aber der Herzog hat einen Doppelgänger. Er ist Luca wie aus dem Gesicht geschnitten. Oh. Gut, ich wusste das. Aber für euch. Oh. Wir treffen uns am Beiboot. Bereit für einen Besuch beim Herzog? Ich habe halt sehr viel bei ihr ausgelöst, ne? Dafür, dass jetzt gehen wir. Ihre Arme auch wieder da sind, Gesicht wieder komplett heil ist. Der Großpalast. Palastiger Palast. Den sehen wir uns in der nächsten Folge an, meine Lieben. Tschö, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann und ciao, ciao.